Herzlich willkommen zum nächsten Tutorial, in dem wir wieder eine Skizzenübung machen. Ich habe da wieder was vorbereitet. Schauen Sie her, ich hole das hier gleich mal rein. Im PDF sehen Sie das Ganze. Mein Tipp, vielleicht machen Sie einfach einen kleinen Screenshot von Ihrem Video und drucken sich das Ganze dann aus. Dann können Sie sich die Vorlage nebendran legen und wir machen dann zusammen diese Übung. Mal gucken, was haben wir denn hier vor? Also, das sieht gar nicht so kompliziert aus, eigentlich einfacher als die Skizze 002, die wir im Tutorial davor gemacht haben. Einzige Schwierigkeit ist hier, dass der Ursprung nicht auf der Skizze liegt, sondern hier mit einem Abstand von 10 mm nach unten und 10 mm nach links rüber gesetzt wurde. Aber auch das kriegen wir hin. Was sollen wir machen? Wir sollen auf der XY-Ebene skizzieren. Hätten wir eh gemacht. Verwenden Sie das Werkzeug Linie, automatische geometrische Bedingungen und Bemaßungen. Ja, klar, was hätten wir sonst verwenden sollen? Linie, horizontal, vertikal und natürlich machen wir Maße dran. Achten Sie auf die Position des Ursprungs, ist in dem Fall ganz wichtig. Also der Ursprung soll hier herüben sein, nicht auf der Skizze. Und wenn dann die Skizze voll bestimmt ist, extrudieren wir die wieder auf 50 mm. Wir sind ja im 3D Programm und nicht im 2D-Programm. Also wir wollen danach auch ein 3D-Bauteil erzeugen und zum Schluss speichern wir das Ganze noch als Skizze 003 ab. Also machen Sie einen kurzen Screenshot und dann legen wir los. Ich schiebe das hier rüber, befinde mich jetzt im Inventor und lege wie üblich los. Ich will ein neues Bauteil erzeugen, das heißt ich klicke hier oben auf Neu und schnappe mir die Bauteilvorlage, die Norm IPT, erstellen. So, gleich macht er die auf, die Vorlage des Bauteils, da ist sie. Und wir legen los mit einer 2D-Skizze. Was sagt er? Wir sollen auf der XY-Ebene zeichnen. Okay, machen wir. Wir wählen als Zeichenebene die XY-Ebene. Und dann, naja, hier ist der Ursprung. Wir legen einfach mal ein bisschen rechts oberhalb des Ursprungs los, also ungefähr hier, und dann zeichne ich mal hier circa 15 mm rüber, alles nur circa Werte, dann geht es so ein bisschen schräg nach oben, passt auch, hier geht es 30 mm nach oben, waagrecht wieder rüber, bis wir über dem Anfangspunkt unserer Skizze sind, da kriegen wir wieder eine gestrichelte Linie, klack, und wir schließen unsere Kontur. Alles mit dem Linienbefehl gemacht. Ich habe die Escape-Taste gedrückt. Ich bin aus dem Linienbefehl draußen. Linie waagrecht, schräg, senkrecht, waagrecht, bis ich über dem Anfangspunkt bin und ich schließe meine Kontur. So, bemaßen wir doch unsere Skizze mal. Ganz einfach, wir klicken auf den Bemaßungsbefehl, schnappen uns die Linie. Die soll 15 mm lang werden. Dann hier die Höhe ist 40. Die Länge hierüber ist 75. Die Höhe hier ist 30. So. Eigentlich wären wir doch jetzt fertig. Wir haben festgelegt, wie groß unsere Skizze ist. Also die Maße unserer Skizze sind festgelegt. Trotzdem sagt er hier unten noch, ganz rechts unten, es sind noch zwei Bemaßungen erforderlich. Ja, ist auch ganz klar. Das sind die Bemaßungen zum Ursprung. Denn wir haben nur die Skizze wirklich auf die XY-Ebene draufgezeichnet. Die kann man ja immer noch verschieben auf dieser XY-Ebene. Ich mache das mal. Jetzt bin ich noch in der Bemaßung drin, wenn ich muss erstmal Escape drücken. Mit gedrückter linker Maustaste sehen Sie, das kann ich das Ganze noch rumschieben. Das ist alles noch nicht sauber positioniert, noch nicht voll bestimmt. Ich muss das Ganze zum Ursprung ausrichten. Und das machen wir jetzt. Diesmal liegt der Ursprung nicht auf unserer Skizze, wie es bisher immer war, sondern er liegt hier außerhalb. Aber das ist ja kein Problem, da mache ich einfach Maße dran. Von dieser Kante hier rüber zum Ursprung sollen es 10 mm sein. Also 10. Sieht schon besser aus. Zwei Linien sind schon blau geworden. Naja, das Ganze muss ich nach oben hin auch nochmal machen. Von der Linie zum Ursprungspunkt sollen es auch 10 mm sein. Passt. Wunderbar. Unsere ganze Skizze ist blau. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Noch besser ist, dass hier unten steht Skizze voll bestimmt. Das war unser Ziel. Passt. Er weiß ganz genau, wo sich die Skizze jetzt auf der XY-Ebene befindet und auch die Dimensionen der Skizze sind über die Bemaßung festgelegt. Dann können wir auf Skizze fertigstellen klicken und wir sollen
die Skizze, wenn sie voll bestimmt ist, auf 50 mm extrudieren. Naja, das ist ja das Einfachste. Wir klicken auf Extrusion. Er erkennt sofort, geschlossenes Profil, passt. Wie weit wollen wir extrudieren? 50 mm. Und dann sagen wir okay. Und schon haben wir wieder ein wunderschönes Bauteil erzeugt. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich dieses Bauteil erzeugen müsste und hätte keine Vorgabe, dann würde ich den Ursprung wahrscheinlich in der Skizze hier unten an diese Ecke legen und nicht außerhalb. Also es ist üblich, wenn es keine Vorgaben gibt, dass man den Ursprung auch irgendwo auf die Skizze mit drauf macht. Aber ich finde, das war mal eine ganz schöne Übung. Also wenn es Ihnen gefallen hat, lassen Sie einen Daumen hoch da, einen netten Kommentar. Ich würde mich freuen und wir sehen uns bei der nächsten Übung wieder. Machen Sie es gut. Tschüss.